Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man diese wunderschönen Granny Squares häkelt und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, und zwar habe ich eine ganz tolle Anleitung für euch. Und zwar sind das diese Hingucker. Es sind Granny Squares mit einer stolzen Größe, in dem Fall mit meinem Garn, von 20 cm mal 20 cm. Und ihr könnt daraus wunderschöne Decken machen, Kissenbezüge. Ihr könnt zum Beispiel mit 4 Stück könnt ihr schon einen Kissenbezug fertig haben. Ihr könnt auch nur ein einzelnes beliebig groß erweitern, weil das immer von alleine weiter wächst. Und es ist wirklich super einfach, ist überhaupt nicht so schwer, wie es aussieht. Es sieht nach viel aus, ich weiß. Ist aber super easy und macht auch noch richtig schön Spaß, weil es richtig flott geht. Ihr könnt euch kreativ absolut austoben, mit den verschiedenen Farben spielen. Ich finde, es ist immer noch mal ein ganz toller Effekt, wenn man die Farben ändert. Und ihr könnt ganz, ganz viel kreativ austoben. Und ich hoffe, dass euch die Anleitung gut gefällt. Wenn ja, abonniert meinen Kanal kostenlos, aktiviert das Glöckchen, dass ihr keins meiner Videos verpasst. Und gebt mir natürlich einen Daumen hoch, da freue ich mich riesig drüber. Und kommentiert unter dem Video, wie es euch gefallen hat. Was ihr dafür braucht, ist euer Garn natürlich. Und ich benutze in dem Fall 4 verschiedene Farben für so ein Granny Square, was ich euch gezeigt habe, die ein bisschen farblich aufeinander abgestimmt sind. Wenn ihr Reste habt, könnt ihr die wunderbar dafür vertun. Und versucht aber die gleiche Lauflänge, also die gleiche Stärke der Wolle zu erwischen. Ich habe jetzt auch verschiedene von verschiedenen Herstellern, aber überall, wo die Lauflänge ungefähr gleich ist. Also ich habe welche für zum Beispiel von Gründel Lisa, so eine ganz günstige, oder auch von Schachenmeier Bravo Originals, wie das hier. Dann habe ich nochmal sowas ganz günstiges, das war aber auch von der Laufhänge passend von der Lauflänge. Und es ist alles so um die bei 50 Gramm Knäuel, um die 130 bis 150 Meter Lauflänge. Also wenn ihr da so minimale Abweichung habt, ist das überhaupt nicht schlimm. Aber ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass das halt hinkommt. Oder bei einem 100 Gramm Knäuel, wie zum Beispiel Calista Color, habe ich jetzt auch gehabt. Habe das auch mit reingenommen. Die hat bei 100 Gramm 268, meine ich. Also auch, wenn man das ausrechnet, für 50 Gramm wären es dann auch um die 130. Also kommt das von der Lauflänge auch hin. Müsst ihr mal gucken, dass ihr ungefähr dasselbe habt. Und ich benutze dafür die 4,5 mm Häkelnadel. Ihr braucht eine Schere und wenn ihr möchtet zum Vernähen eine Wollnadel. Ich brauche keine, weil ich das direkt immer gleich verhäkel, das zeige ich euch auch auf jeden Fall. Und dann kann es auch schon losgehen. Ihr beginnt mit der hellen Farbe, so wenn ihr das jetzt machen wollt, so wie ich, in der Mitte. Und ich werde dann immer dunkler nach außen hin. Das ist immer schön, weil dieser Farbverlauf so in sich reingreift von der nächsten Runde. Ihr beginnt also mit einem Anfangsknoten, ganz normal. Wer sich da noch nicht auskennt, ich habe so Häkelschulvideos gemacht, die verlinke ich euch oben rechts und natürlich auch unter dem Video. Und wer noch andere Granny Squares machen möchte, ich habe ganz verschiedene Sorten, wo die Mitte unten in der Ecke ist, Hexagons und so weiter, mit Blumen in der Mitte und so weiter. Also da verlinke ich euch nochmal den Link zur Playlist hier oben mit allen meinen Granny Square Videos. Da könnt ihr stöbern. Wir machen für den Anfang einen Luftmaschenring. Und zwar ist dieses Granny Square am Anfang in den ersten beiden Runden genauso wie ein klassisches Granny Square. Und ich fange damit immer an, dass ich 4 Luftmaschen mache. Und zwar mache ich die relativ fest, nicht so locker, weil der Ring dann zu groß wird. 4 Luftmaschen. Und dann steche ich in die erste Luftmasche ein. Hol mir den Faden durch und nochmal durch die Schlaufe auf der Nadel, um einen kleinen Ring zu erhalten. Und wir machen gleich am Anfang 3 Luftmaschen, die jetzt als Ersatzstäbchen immer zählen.
Und wir wollen Gruppen machen von 3 Stäbchen. Das heißt, wir machen einen Umschlag, stechen hier in der Mitte in diesen kleinen Ring ein, holen den Faden durch und maschen 2 ab und maschen 2 ab. Damit haben wir unser 2. Stäbchen, weil das erste ja als erstes zählt. Dann ein Umschlag und das 3. Stäbchen machen. Danach macht ihr 2 Luftmaschen, 1, 2. Den Restfaden überhäkeln wir übrigens, indem wir diesen einfach parallel abhaken und dann drüber häkeln. Dann 3 Stäbchen auch in diesen kleinen Ring hinein. 1, 2, 3. 2 Luftmaschen für die nächste Ecke, auch nicht sehr locker, sondern eher festziehen. Wir müssen da auch später nicht mehr, also nicht sehr fest, aber normal fest. Wir müssen da nicht nochmal reinkommen und ich will nicht, dass die Ecken so riesengroß werden. Dann noch einmal eine Gruppe von 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Wieder 2 Luftmaschen. Und ein letztes Mal, sodass wir dann 4 Gruppen mit 3 Stäbchen haben. 3 Stäbchen. 1, immer in die Mitte, in diesen kleinen Ring. Und 3. Auch wieder 2 Luftmaschen. Und jetzt beenden wir diese Runde damit, dass wir eine Kettmasche in die 3. Luftmasche machen. Das ist dann hier oben, die ganz oben ist. Und da holen wir den Faden durch und gleich nochmal durch die Schlaufe auf der Nadel. Und jetzt wollen wir das so machen. Also ich mache das immer so. Man könnte auch die Stäbchen hinten einstechen und hier in diese Lücke arbeiten. Ich finde, das sieht aber nicht immer sehr schön aus. Deswegen springen wir jetzt mit Kettmaschen in die nächste Lücke. Dazu geht ihr hier in den Kopf von dem nächsten Stäbchen rein und macht eine Kettmasche. Und in das nächste nochmal. Wir hüpfen also mit Kettmaschen bis zur nächsten Lücke und stechen dann unter diese 2 Luftmaschen ein und machen noch einmal eine 3. Kettmasche. Und das meine ich übrigens auch, wenn ihr irgendwo seid, wie zum Beispiel bei meinem Sommerpulli, wenn ihr das da nicht haben wollt, weil ihr zum Beispiel Farbwechsel habt in eurer Wolle, dann springt einfach in die Ecken. Ihr könnt überall hinspringen. Man sieht die Kettmasche nicht. Die Kettmasche ist die allerflachste Masche und die ist unsichtbar. Ihr könnt damit eure Position wechseln und dahin hüpfen, wo ihr hin wollt. Nur mal kurz so als Erklärung, weil das immer, immer wieder gefragt wird. Dann 3 Luftmaschen für die nächste Runde. Die stehen wieder als erstes Stäbchen da. Einen Umschlag in dieselbe Lücke unter die 2 Luftmaschen einstechen und ein Stäbchen machen. Das nächste Stäbchen noch dahin zufügen und wir haben jetzt wieder eine Gruppe von 3 Stäbchen. Dann macht ihr 2 Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen in die Ecke mit rein. Und so wird jetzt die ganze Zeit bis zum Ende der Anleitung jede Ecke behandelt. Immer 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Also, jetzt haben wir die 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen. Also 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Dann macht ihr eine Luftmasche, auch relativ eng, und geht dann in die nächste Lücke rein und macht dasselbe. 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. 1, 2, 3. 2 Luftmaschen. Und noch einmal 3 Stäbchen in dieselbe Lücke hinzufügen. Du warst jetzt zu schnell. 3. Und wieder eine Luftmasche dazwischen. Und jetzt wiederholt ihr dasselbe für die anderen beiden Lücken. Hier und hier. Also ein Umschlag, in die nächste Lücke reingehen. 1.
zwei Luftmaschen. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller, weil es ja sowieso wiederholt wird. Eine Luftmasche und in die letzte Lücke dasselbe. Eins, zwei, drei, zwei Luftmaschen und drei Stäbchen. Also bis jetzt ist alles noch wie bei einem klassischen Granny Square. Eine Luftmasche und jetzt stechen wir wieder in die dritte Luftmasche ein, um die Runde zu beenden und machen eine Kettmasche. Und ab jetzt wollen wir die Farbe wechseln, also lockere ich den Faden, schneide hier ab, ziehe mir den Faden hier durch, um zu beenden. Und jetzt zeige ich euch das, wie ich das immer mache, weil ich ein absoluter Restevernäher-Hasser bin, mache ich das immer gleich und dann habe ich es weg. Und zwar hole ich mir einfach den Restfaden gleich in dem Moment, wo ich den habe, hier oben durch die Randmaschen mit der Häkelnadel durch und komme dann hier bei der Ecke einfach rum. Die Ecke wird sowieso überhäkelt und da ist der dann in der nächsten Runde fest. So mache ich das mit jedem Restfaden. Davon habe ich auch noch mal ein einzelnes Video gemacht, was schon älter ist. Und jetzt fangen wir die nächste Farbe an. Die neue Farbe fügen wir in einer der Ecken an. Ist jetzt auch egal welche. Ich mache das immer so. Da gibt es auch verschiedene Methoden. Ihr könnt das so machen, wie ihr das wollt. Ich knote mir das immer erstmal hier oben fest. Und dann steche ich nochmal ein und hole mir den Faden hier hoch auf die Nadel. Wir beginnen gleich mit drei Luftmaschen. Die sind jetzt schon wieder unser erstes Stäbchen. Den Restfaden zeige ich euch jetzt. Ich webe den immer so mit ein. Also ich häkel den immer so mit rein. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich auch mit der Nähnadel nachher vernähen. Ein Umschlag und ein Stäbchen. Dann lege ich mir das einfach hier dahinter. Und noch ein Stäbchen. Dann haben wir unsere drei. Dann zwei Luftmaschen. Und nochmal drei Stäbchen. Dann eine Luftmasche. Also bis jetzt alles noch gleich. Aber jetzt ändert sich einiges und zwar kommt jetzt dieser Effekt, den wir mit diesen Reliefstäbchen dann bekommen. Und zwar wollen wir die nächste Lücke bearbeiten. Das heißt, ihr überspringt diese drei Stäbchen, die wir hier gemacht haben. Ihr macht einen Umschlag und macht hier in diese Lücke unter die Luftmasche einfach ein normales Stäbchen. Und jetzt kommt ein tiefer gestochenes Doppelreliefstäbchen. Das heißt, wir machen einen Umschlag und noch einen Umschlag. Und jetzt guckt ihr euch das Ganze hier mal an. Eins, zwei, drei Stäbchen befinden sich direkt unter unserer Lücke. Und bei dem mittleren Stäbchen soll das Reliefstäbchen draufkommen. Also bei denen, die direkt darunter sind, das mittlere Stäbchen, das wollen wir jetzt haben. Und dazu stechen wir davor ein, ihr kommt hinten raus und kommt unten drunter dazwischen wieder durch. Also ihr kommt vorne wieder raus. Ihr geht um den Bauch von diesem Stäbchen drumherum. Dann holt ihr euch den Faden da durch. Und ihr habt dann vier Schlaufen auf der Nadel. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Ihr zieht jetzt an dem Faden so lange, bis ihr hier oben so um einen Zentimeter über eurem Granny Square dann ist, in der Höhe, wo das andere Stäbchen ist. Und dann maschen wir zwei ab. Dann nochmal zwei ab. Und nochmal zwei ab. Das ist jetzt dieses tiefer gestochene
Reliefstäbchen. Und dann wollen wir hier in die Lücke, wo auch das andere schon drin ist, einfach noch ein zusätzliches Stäbchen haben. Ein normales. Wenn ihr das nicht macht, dass ihr da den Faden lang zieht, habt ihr ein ganz großes Problem, weil sich das ganze Granny dann zusammenrollt an der Stelle und diese Stäbchen total klein werden. So, und dann geht es weiter, eine Luftmasche und wir kommen schon zur nächsten Ecke. Die Ecke behandelt ihr wie gehabt mit drei Stäbchen. Eins, zwei, drei, zwei Luftmaschen und nochmal drei Stäbchen. Eins, zwei, drei und eine Luftmasche. Jetzt kommt die nächste Lücke dran, denn wir werden ja vier Stück von denen haben. Ihr macht einen Umschlag, geht in diese Lücke rein und macht ein Stäbchen. Dann zwei Umschläge und hier wieder in der Mitte um dieses Stäbchen drumherum gehen, den Faden durchholen, lang ziehen, zwei Abmaschen, zwei Abmaschen, zwei Abmaschen. Keine Angst, ich werde es jetzt noch zweimal zeigen. Dann wieder ein Stäbchen hinzu in dieselbe Lücke und eine Luftmasche. Das wiederholt sich jetzt einfach immer wieder. Wir gehen in die nächste Ecke rein, machen wieder die drei Stäbchen. Eins, zwei, drei. Die mache ich jetzt mal schneller. Eins, zwei, drei. Eine Luftmasche und die nächste Lücke wieder ein Stäbchen, zwei Umschläge um das mittlere Stäbchen drumherum greifen, den Faden da durchholen, erstmal langziehen, zwei Abmaschen, zwei Abmaschen, zwei Abmaschen. Dann wieder das einzelne Stäbchen hinzumachen. Eine Luftmasche und die letzte Ecke, wie gehabt, drei Stäbchen. Zwei Luftmaschen, drei Stäbchen. Luftmasche und ein einfaches Stäbchen in die nächste Lücke, zwei Umschläge in der Mitte um das mittlere Stäbchen drumherum gehen, Faden durchholen, lang ziehen, zwei Abmaschen, zwei Abmaschen, zwei Abmaschen plus ein Stäbchen noch hinzu und die Luftmasche. Und wir beenden die Runde wieder mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche, die ist hier oben. Und wir machen mit derselben Farbe weiter. Ihr hüpft aber wieder in die nächste Lücke mit Kettmaschen. Eins, zwei, drei, damit ihr wieder in einer der Ecken seid und macht die drei Luftmaschen plus zwei Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Und nochmal drei Stäbchen hinzu. Dann die Luftmasche. Und jetzt ist es immer so, dass wir immer einen Zwischenraum zusätzlich haben. Das heißt, wir haben ja hier jeweils nur vier von denen. Und jetzt werden das überall immer zwei, also insgesamt acht Stück. Und zwar machen wir jetzt in den ersten Zwischenraum, den wir haben, ein einfaches Stäbchen. Dann die zwei Umschläge und dann geht ihr direkt unter dieser Lücke wieder bei dem mittleren Stäbchen drumherum, holt euch den Faden, zieht dran und macht dieses tiefer gestochene Doppelreliefstäbchen und ein zusätzliches Stäbchen daneben. Dann eine Luftmasche und die nächste Lücke behandelt ihr genauso. Wieder ein einfaches Stäbchen, zwei Umschläge
und unten drunter das mittlere Stäbchen dann nehmen, um den Bauch drumherum gehen, langziehen und noch ein Stäbchen in dieselbe Lücke hinein. Eine Luftmasche. Dann kommt wieder die Ecke, die behandelt ihr wie immer. Drei Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei Stäbchen. Und eine Luftmasche. Und jetzt wiederholt ihr das Ganze auf dieser Seite und auf dieser Seite. Genauso wie wir es bisher gemacht haben. Also einfach in die nächste Lücke reingehen. Ein Stäbchen, dann das tiefer gestochene. Und ein Stäbchen noch hinzu. Eine Luftmasche in der nächsten Lücke genauso. Eins. Zwei Umschläge wieder bei dem hier. Und das dritte ist das einfache Stäbchen. Und eine Luftmasche. Und so macht ihr jetzt weiter. Die Ecke wieder mit drei Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei Stäbchen. Dann hier wieder ein normales Stäbchen und hier in das mittlere wieder das tiefer gestochene und noch ein Stäbchen. Und hier genauso. Und dann geht es hier nochmal genauso weiter. Also es wiederholt sich jetzt nur. Das mache ich jetzt auch noch und dann zeige ich euch, wie wir die Runde beenden und die neue Farbe anfangen. Okay, ich bin am Ende angekommen, habe noch die Luftmasche gemacht und beende jetzt wieder in die dritte Luftmasche mit einer Kettmasche. Und weil ich den Faden jetzt auch wieder wechseln will, also die Farbe wechseln will, beende ich diesen auch wieder. Und hole mir den hier gleich als Rest durch, damit der verhäkelt ist. Ich zeige es jetzt nochmal. Die nächste Runde machen wir auch den neuen Faden genauso dran wie vorhin auch. Und es fängt erstmal gleich an. Aber wir werden jetzt auch auf diese Reliefstäbchen der vorherigen Runde, also nicht die, sondern die davor, nochmal drauf gehen. Und deswegen wird es ein bisschen anders. Drei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Ich muss irgendwie den Faden hier noch dazwischen kriegen. Dann die zwei Luftmaschen plus nochmal die drei Stäbchen, eine Luftmasche. Und dann kommt eine Lücke. Da verfahren wir wie vorhin auch einen Umschlag. In die nächste Lücke einfach ein normales Stäbchen, zwei Umschläge und hier unten dann bei dem mittleren Stäbchen wieder das tiefer gestochene. Langziehen und ein einfaches Stäbchen noch hinzumachen, eine Luftmasche. Und bei der nächsten Lücke sind wir genau über dem Reliefstäbchen, was wir als erstes gemacht haben. Wir werden in die nächste Lücke, also wieder diese drei Stäbchen einfach überspringen, in die nächste Lücke ein einfaches Stäbchen machen und dann zwei Umschläge und dann kommt dieses tiefer gestochene und da werden wir jetzt einfach um den Bauch von diesen großen tiefer gestochenen Stäbchen eins machen. Nicht vergessen auch wieder dran zu ziehen und noch eins zusätzlich in dieselbe Lücke, ein normales. Eine Luftmasche. Dann ist die nächste Lücke wieder wie gehabt. Ein normales Stäbchen, die zwei Umschläge und bei dem mittleren um den Bauch gehen und langziehen und eins draufsetzen und dann wieder in die Lücke rein ein ganz normales, eine Luftmasche und in die Ecke wieder drei Stäbchen,
2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Jetzt zeige ich euch die nächste Seite auch noch, obwohl die haargenau so geht. Umschlag, ein einfaches Stäbchen, 2 Umschläge um das mittlere der vorherigen Reihe, lang ziehen, dann das einfache Stäbchen, Luftmasche. Dann kommt die mittlere Lücke dran und da machen wir das wieder wie vorhin auch. Ein ganz normales Stäbchen, dann 2 Umschläge, unter den langen drunter gehen, lang ziehen und noch ein normales dazu machen, Luftmasche und die letzte Lücke noch bearbeiten. Also es ist alles immer dasselbe, nur dass eben immer Zwischenräume hinzukommen und in der nächsten Runde dann schon wieder mehr da sind, um dann drumherum zu gehen. Also es kommen dann immer in der nächsten Runde, werden wir wieder welche produzieren, die alleine erstmal sind und dann in der danach kommen dann wieder welche da drüber. Dadurch haben wir ja diesen schönen Einriss von der nächsten Farbe. So, und die Ecke macht ihr auch genauso. Erstmal eine Luftmasche und 3 Stäbchen. 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Und die anderen beiden Seiten macht ihr haargenau so. Die zeige ich euch jetzt nicht noch extra. Die mache ich jetzt auch und dann sehen wir uns gleich wieder, wie wir diese Runde beenden. Okay, am Ende angekommen, mache ich dann die Kettmasche in die dritte Luftmasche und ich springe hier rüber in den Randmaschen mit Kettmaschen in meine Lücke, dann wieder mit derselben Farbe eben weitermachen, die 3 Stäbchen plus 2 Luftmaschen plus 3 Stäbchen. Die Luftmasche. Und ihr seht schon, also so ab jetzt wird das auch überhaupt interessant. Also ihr müsst bei diesem Muster wirklich erstmal einige Reihen machen, um diesen Effekt zu erzielen, weil das eben in der kleineren Größe gar nicht so rüberkommt. Also das ist bei diesem Granny Square schon ganz wichtig. So, bei der nächsten Lücke machen wir wieder, wie gehabt, ein normales Stäbchen. Dann die 2 Umschläge und wieder hier unten bei dem mittleren einstechen und das tiefer gestochene, dann ein Stäbchen hinzu, eine Luftmasche. Und jetzt bei den nächsten Lücken wieder ein einfaches Stäbchen und die 2 Umschläge. Und da ist jetzt wieder bei dem mittleren Stäbchen unser Reliefstäbchen, also können wir da drunter gehen und unser Relief oben drauf setzen. Das werden jetzt immer mehr von den Zwischenräumen sein, wo ihr das schon auf das Reliefstäbchen mit drauf machen könnt. Diese Stränge werden dann immer länger und länger. Und dazwischen kommen dann immer welche dazu. Dann in dieselbe Lücke wieder ganz normal das Stäbchen, eine Luftmasche, in der nächsten Lücke genauso verfahren, ein Stäbchen, 2 2 Umschläge und dann wieder um das drumrum. Und noch ein Stäbchen. Also davon werden wir jetzt immer mehr bekommen. In jeder Runde. Bei der letzten Lücke ist es wieder so, dass wir erst einen Strang bilden müssen. Also müsst ihr wieder bei dem mittleren Stäbchen drumherum und erst ein Reliefstäbchen draufsetzen. Was dann bei der nächsten Reihe dann wieder eins sein wird, wo ihr schon auf das Relief drauf häkelt. Und die Ecken behandelt ihr wie immer. 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Im Hintergrund hört ihr übrigens wieder ein meine Hunde. So hört sich das an, wenn ein Hund trinkt. Ja, also könnt ihr jetzt die Runde selber vervollständigen. Genauso wie ich es euch gezeigt habe.
Ich zeige euch, wie wir die Runde beenden und wie wir die neue Farbe für die nächste Runde nehmen. So, am Ende angekommen, wieder in die dritte Kettmasche beenden mit einer in die dritte Luftmasche beenden mit einer Kettmasche. Und ihr könnt die neue Farbe nehmen. Ich werde jetzt eine ganz dunkle, so ein dunkelgrau-blau nehmen. Ihr macht die drei Luftmaschen, zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei Stäbchen, wie gehabt. So, dann macht ihr eine Luftmasche und in die nächste Lücke ein einfaches Stäbchen, zwei Umschläge um das mittlere unten drunter, dann wieder unser Relief Doppelstäbchen und ein Stäbchen hinzu, eine Luftmasche. Und die nächsten vier, nee, 1, 2, 3, werden jetzt wieder welche sein, wo wir schon um das vorhandene drumherum gehen können. Also in die nächste Lücke ein einfaches Stäbchen, zwei Umschläge und hier unten drunter wieder unter dieses Reliefstäbchen gehen. Ein Stäbchen normal, eine Luftmasche bei der nächsten Lücke haargenau so. Wieder unter dieses Relief und ein Stäbchen, eine Luftmasche und bei der nächsten Lücke genauso ein Stäbchen, dann das tiefer gestochene und ein Stäbchen, eine Luftmasche und das letzte ist dann wieder da, wo wir um dieses mittlere normale Stäbchen gehen müssen. Langziehen, ganz wichtig. Und das Stäbchen noch dazu. Dann die Ecken wieder wie gehabt. Drei Stäbchen plus zwei Luftmaschen plus drei Stäbchen. Und dann macht ihr immer so weiter in demselben Schema. Und bei der nächsten Runde, also ihr macht jetzt zwei Runden mit dieser Farbe noch, dann ist das Granny Square fertig. Bei der nächsten Runde habt ihr dann einfach noch mehr von diesen, wo ihr schon was habt, wo ihr drum rum müsst. Und zwar sind das hier die dann, vier Stück. Und dann habt ihr euer Granny Square fertig. Ich werde das jetzt auch noch machen. Das Schema bleibt also jetzt gleich. Ich hoffe, ihr habt das jetzt schon intus, weil ich das so oft gezeigt habe. Und wenn nicht, spult nochmal zurück. Ansonsten, ihr seht, was ich meine mit hell bis dunkel. Das wird dann wie so ein Farbverlauf, was dann immer in sich reingreift von den Farben von der Vorrunde. Und so macht ihr das dann einfach weiter. Ich finde es halt ganz schön, wenn man das so ein bisschen farblich abstimmt. Deswegen hat das so einen Effekt, wenn man auch von Weitem drauf guckt. So ein bisschen 3D-mäßig. Und wie gesagt, zweimal muss jetzt noch diese dunkle Farbe dran. Oder ihr lasst sie dann so klein. Aber ich finde, der super Effekt kommt wirklich erst bei der letzten Runde. Also genauso weitermachen, nach dieser Runde wieder hüpfen mit den Kettmaschen, dass ihr in der Ecke landet und noch eine Runde davon hinzufügen. Ja, und ihr müsst ja auch nicht nur zwei Reihen hinzufügen, ihr könnt die natürlich ganz groß machen, ihr könnt das als Einzelnes, als Riesendecke machen. Es sieht auch hinten genauso schön aus wie vorne, wie ein klassisches Granny Square fast, nur dass es dichter ist und dicker ist als das. Und ihr könnt da draußen natürlich auch Kleidungsstücke machen, wie zum Beispiel eine Jacke oder eine Weste. Ihr könnt nicht nur jetzt wie beim Kissenbezug die Rückseite, wo die dann versteckt wird, ihr könnt das wirklich als schöne Decke benutzen, die man auch hinten gut angucken kann.
Und ich finde, ihr könnt eure Kreativität da freien Lauf lassen. Ich bin total gespannt und würde mich freuen über Bilder von euch. Ihr könnt die immer posten bei Instagram, bei Facebook, bei Pinterest. Und markiert mich aber unbedingt und schreibt Hashtag Carolines Welt dabei. Dann finde ich eure Bilder auch. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und viel, viel Freude. Bis zum nächsten Video. Tschüss!